Hallo und herzlich willkommen zu dieser fast Mitternachtsvorlesung. Ich trage so selten in Universitätssaalen vor. Ich will heute ein kleines Update geben über die Situation der Netzneutralität in Europa. Wie frei ist unser Internet eigentlich? Und wir haben ja seit mehreren Jahren schon gesetzliche Verankerungen der Netzneutralität in Europa. Und dieses Jahr beginnen wir den Reformprozess. Diese Regeln werden evaluiert. Und deswegen ist es ein guter Zeitpunkt zu schauen, wie sich denn die Netzneutralität in der Praxis in Europa so entwickelt hat. Wir sind im Fall Epicenter Works, der Verein, dessen Geschäftsführer ich sein darf, haben im Jänner 2019, also dieses Jahr, einen Bericht herausgegeben, wo wir wirklich systematisch nochmal die Situation analysiert haben. Und wir werden dann später auch noch auf den Report eingehen. Zuerst will ich aber ein bisschen mit den Grundlagen beginnen. Was ist eigentlich Netzneutralität? Wem sagt dieser Begriff überhaupt nichts? Hände hoch. Sehr gut, wunderbar. Okay, ich mag diese Konferenz. Deswegen wird das jetzt hier auch nur eine ganz kurze Einführung sein. Grundsätzlich ist Netzneutralität so die Art, wie das Internet ursprünglich gebaut wurde, geschaffen wurde und ursprünglich auch eine technische Notwendigkeit, weil die alten Computer gar nicht die Kapazität hatten, in Echtzeit auf dem Netzwerkpfad Entscheidungen über die Datenpakete zu treffen. Da war es einfach wurscht, ob dieses Datenpaket korrekt, legal, wichtig ist. Man hat die Dinge einfach durchgeleitet. Lawrence Lessig hat das immer so schön gesagt, the Internet is like a daydreaming postal worker. It just delivers the packages without looking at them, which is both a technological decision about the optimal network design, as well as a political decision about disabling control. Das Ganze ist auch eine politische Frage, was vor allem deutlich wird, wenn man es mit anderen Netzen vergleicht. Nähern wir uns dem Thema mal irgendwie von der Gegenseite. Was sind so common misconceptions und Mythen über die Netzneutralität? Und eine Sache, die man ganz oft hört von Telekom-Lobbyisten, ist, Google soll einfach dafür zahlen, dass sie die Infrastruktur verwenden dürfen. Wir buddeln hier die Straße auf, legen da Glasfaser rein und diese ganzen großen amerikanischen Tech-Giganten nutzen unsere Infrastruktur, ohne dafür zu zahlen. Dieses Argument ist auf mehreren Ebenen falsch. Das eine ist mal, Google und Facebook schicken diese Datenpakete nicht aus Bösartigkeit in die Netze, sondern weil Kundinnen und Kunden der Netzwerkbetreiber diese Daten anfordern, weil die auf YouTube gehen und sich diese Videos anschauen wollen. Und genau diese Kunden zahlen in den meisten Fällen natürlich auch für das Datenvolumen, was ihnen hier geschickt wird. Und auch diese ganze Logik von wegen, wir müssen Netzneutralität aufgeben, um uns ein besseres Netz leisten zu können, das ist ungefähr so, als würde man das Bild verkaufen, um sich einen besseren Rahmen leisten zu können. Und das Schöne ist aber inzwischen, diese Netzneutralitätsdebatte, als sie 2002 gestartet wurde, war sie eher ideologisch. Heute können wir großteils mit Fakten und mit Zahlen argumentieren, weil wir auch Vergleiche haben. Europa hat ja lange nur über Netzneutralität geredet und dann 2016 seine Regel festgeschrieben, die wir bis heute haben. In den USA war es anders. Dort hat man immer wieder mal Netzneutralität zum Teil eingeführt, wieder abgeschafft, eingeführt, abgeschafft, eingeführt, abgeschafft. Und der Vorteil davon ist, dass wir ganz viele verschiedene Datenpunkte haben, die wir vergleichen können. Und gerade in den USA gibt es inzwischen schöne Studien, die belegen, seit die Netzneutralität dort im Dezember 2017 von der Trump-Regierung abgeschafft wurde, ist es mitnichten so, dass das Investment nach oben gegangen ist. Im Gegenteil, Netzneutralität hat eher den Effekt, dass mehr in die Infrastruktur investiert wird. Hier bräuchte es noch mehr Studien, aber zumindest das Datenmaterial, was wir haben, legt nicht nahe, dass Netzneutralität schädlich für das Investment ist. Und auch große Telekom-Betreiber, wenn es Aktiengesellschaften sind, müssen die auch die Wahrheit sagen, wenn sie von ihren Aktionären befragt werden. Und da hören wir auch oft, naja, natürlich müssen wir weiter in unser Netz investieren. Das hilft uns nichts. Und wir müssen trotzdem schauen, dass das Netz, mit dem wir Geld verdienen, noch aktuell ist. So, die zweite Mythe ist, Netzneutralität heißt, alle Daten sind gleich und deswegen kann man kein sinnvolles Netzwerkmanagement machen. Ist vor allem ein Argument, das man von technischer Seite hin und wieder hört. Ich als Admin will kontrollieren, was in meinem Netz passiert und Netzneutralität würde mir das angeblich verbieten. Dem ist nicht so. Als Admin habe ich sowieso immer das Recht, mein eigenes Netz so zu gestalten, wie ich will. Netzneutralität gilt nur für öffentliche Kommunikationsnetze. Und das, was wir hier zum Beispiel in der Uni haben oder in einem Firmennetz, das wäre ausgenommen von den Regeln, die wir gesetzlich zur Netzneutralität festgeschrieben haben. Was natürlich nicht heißt, dass es okay ist, wenn man hier in der Uni zum Beispiel VoiceOver IP drosseln würde oder gewisse Dienste sperrt.
Aber auch wenn wir uns das Gesetz in Europa anschauen, ganz simpel gesprochen, wir haben hier irgendwie Paragraph 3, Artikel 3 von Paragraph 3, wo man irgendwie grundsätzlich sieht, dieser Subparagraph sagt, alle Daten sollten gleich behandelt werden. Aber nichtsdestotrotz kannst du Reasonable Traffic Management machen, was hier dann definiert ist. Also es gibt auch hier einen Kompromiss, der ist gesetzlich auch so abgesichert. Nächste Misconception ist, Netzneutralität braucht man nicht, solange die Kunden Wahlfreiheit haben. Das hört man besonders da oft, wenn es auch noch Wettbewerb zwischen den Telekom-Providern gibt. Wenn sich einer scheiße verhält, okay, dann geh halt zum anderen. War zum Beispiel auch ein Argument der Vorgängerin von Günther Oettinger, Nili Kruse, die hat das immer gesagt. Das stimmt aber nur auf einer Seite der Gleichung. Wenn ich nicht Endkunde bin, der vielleicht abstimmen kann, vielleicht eine Wahl hat, wenn es mehr als einen Internetprovider gibt, da wo ich wohne, was auch nicht immer der Fall ist, dann gibt es immer noch die andere Seite der Diensteanbieter. Jene, die mit ihren innovativen Services auch verfügbar sein wollen im gesamten Internet. Und für die ist es natürlich auch dann schlimm, wenn ein einzelner Provider, der aber vielleicht viele Kunden hat, sie schlechter stellt als seine Konkurrenz. Und da ist er immer dieses Bild ganz schön, Mark Zuckerberg in seinem College Dorm, als er die Facebook.com gegründet hat und $85 für das Housing des ersten Servers von Facebook gezahlt hat. Und da konnte er auch von null weg einen Dienst starten, ohne dass er zuerst mit jedem Internetprovider Deals abschließen musste, deren Kunden er potenziell erreichen will. Gleichzeitig ist Facebook auch heute das Beispiel, auch in guten Ländern wie Schweden, die wirklich wahnsinnig viel Wettbewerb im Telekom-Sektor haben, aber auch irrsinnig niedrige Preise. Auch dort hat Facebook exklusive Deals mit den größten Mobilfunkern im Land. Also auch dort hilft dir die Wahlfreiheit nicht wirklich. Ja, zuletzt, das hören wir in letzter Zeit ganz oft, später geht es auch noch um 5G, Netzneutralität sei schädlich für Innovation und verunmöglicht gewisse Geschäftsmodelle. Und da ist auch wiederum genügend Datenmaterial vorhanden, um diesen Mythos zu widerlegen. Wir haben ja in der Geschichte des Internets sogenannte Walled Gardens gehabt, sowas wie BTX oder AOL, und die sind alle gescheitert. Diese von vornherein strukturierten Netze, wo der ISP kontrolliert, welche Dienste ich anbieten kann, wo er handkuratiert, welche Inhalte verfügbar sind, all diese Produkte haben sich nicht durchgesetzt. Wo die Innovation passiert ist, wo die neuen Geschäftsmodelle gekommen sind, das war das offene Internet, weil dort die Innovationskosten so gering sind. Und genau das ist auch der Unterschied in gewisser Weise zwischen Internet und anderen Kommunikationsnetzen, weil ich halt eben in einem Telefonnetz eine zentrale Vermittlung habe, die entscheidet, ob ich jetzt diese Verbindung machen kann oder ob ich hier einen neuen Dienst eröffnen kann. Und im Fernsehen bin ich sowieso eher nur Empfänger und nicht auch gleichzeitig Sender. Dieses grundlegende Prinzip von Ende zu Ende und Best Effort ist das, was neue Geschäftsmodelle und Innovation ermöglicht. Haben wir diesen fünften Mythos haben wir ganz oft gehört, als wir in Europa gekämpft haben dafür, dass es überhaupt eine Absicherung der Netzneutralität gibt. Da meinten viele, Netzneutralität ist nur ein Problem der USA, das braucht uns in Europa nicht zu interessieren. Und ich glaube, die vielen Netzneutralitätsverstöße, die wir heute immer noch in Europa haben, belegen, dass wir hier ein Problem haben und auch immer noch trotz der Regeln, die wir heute haben. Und auch natürlich das europäische Internet ist es wert, geschützt zu werden. Der europäische Binnenmarkt im Internet, der Digital Single Market, ist bei Weitem nicht so fit, wie es vielleicht sein sollte, dass wir als Europa selbstbestimmt vielleicht auch die eigenen Dienste anbieten und nicht so abhängig von anderen Weltregionen sind. Und dafür brauchen wir Netzneutralität. Und wie gesagt, wir haben es geschafft, Netzneutralität 2016 abzusichern, mit auch vielen Demonstrationen. Aus irgendeinem Grund war Tim Pritlove damals auch zugegen, als wir hier vor der Regulierungsbehörde demonstriert haben. Aber im Kern ist Netzneutralität Diskriminierungsschutz. Im Kern geht es darum, dass grundsätzlich schon alle Daten im Netz gleich behandelt werden. Dass es keinen einzelnen Anbieter gibt, der sich eine Überholspur kaufen kann, aber auch keinen Internetprovider, der mir Internet à la carte anbietet, so wie das die Deutsche Telekom bei Stream On macht. Dass sie einfach einzelne Teile herausschneiden und jenen Firmen, die Deals mit ihnen abschließen, einen besseren Zugang zu ihren Kunden gewähren. Aber wenn Netzneutralität Diskriminierungsschutz ist, dann müssen wir auch festhalten, was für Diskriminierung wir damit meinen. Und da gibt es grundsätzlich immer zwei Arten. Technisch kann ich diskriminieren, indem ich manche Daten langsamer oder schneller mache, natürlich auch blockiere oder modifiziere. Und ökonomisch kann ich diskriminieren, indem ich manche Daten billiger oder teurer mache. Das sogenannte Zero-Rating, worauf wir auch noch kommen werden.
Ja, und im Kern natürlich ist jede Überholspur, jede Bevorzugung von manchen auch eine Benachteiligung von allen anderen. Und in der Praxis führt es auch immer dazu, dass es Kollateralschäden gibt. Und jede Priorisierung macht sowieso nur Sinn, wenn die Leitung nicht hundertprozentig schon ausgelastet ist und auch nicht weniger als 50 oder 70% ausgelastet ist, sondern eher nur da, wo es um 70, 80% Auslastung geht, da macht Priorisierung überhaupt einen Vorteil aus und auch gleichzeitig einen massiven Nachteil für alle, die nicht darunter fallen. In der ökonomischen Diskriminierung kennen wir vor allem heutzutage Zero Rating. Das ist die häufigste Verletzung, die wir in Europa heute sehen. Und da ist halt auch eine Beeinflussung der Kunden darüber, dass manche Datenpakete billiger sind. Und man kann dieses Zero Rating aber noch weiter aufspalten. Die normale Form von Zero Rating, wie wir sie oft kennen, ist einfach das Ausnehmen gewisser Dienste von meinem sonstigen Datenvolumen, von meinem General Purpose Data Volume. Und dann gibt es aber noch eine andere Art. Und die kennen wir. Also hier sind Beispiele von Zero Rating, aber die spannendere Art, finde ich eigentlich, ist Application-Specific Data Volume. Also da, wo ich spezifisch Kontingente kaufe, das schaut dann in der Praxis so aus wie hier in Portugal von Meo, das SmartNet-Produkt. Wenn ihr heute auf Wikipedia nach dem Wikipedia-Eintrag für Netzneutralität sucht auf Englisch, findet ihr ein Bild von diesem Produkt. Und hier kann ich halt wirklich 10 GB YouTube oder Spotify kaufen. Und das ist genau dieses Internet à la carte, was früher als Dystopie herumgeisterte, als das, was wir mit Netzneutralität ganz klar verhindern wollen. Und trotzdem ist es eben in Europa heute Realität. Und genau um daran was zu ändern, an der Umsetzung der Regeln, die wir damals erschritten haben, haben wir auch diesen Report veröffentlicht, den ihr auf unserer Website auch findet, auf epicenter.works. Ich habe keine ausgedruckte Kopie mehr dabei, aber ist alles zur Gänze auch als offenes Datenset verfügbar. Und wir haben uns da wirklich viel angetan. Wir haben mit dem Report auch sehr viele Grundlagen geschaffen, um einfach mal in die Debatte zu treten mit den Regulierungsbehörden. Und das erste Kapitel war, dass wir uns die Berichte angeschaut haben, die Regulierungsbehörden veröffentlichen müssen. Eigentlich sind die gesetzlich dazu verpflichtet, einmal im Jahr einen Bericht zu schreiben mit allem, was sie so getan haben, mit ihrem Mandat, sich um Netzneutralität zu kümmern. Und wenn man dann schaut, wo gibt es diese Berichte, sieht man schon mal, dass in vielen Ländern es diese gar nicht gibt. Oder wenn dann nur in der Landessprache, nicht auf Englisch übersetzt, was einem paneuropäischen Diskurs natürlich nicht besonders zuträglich ist. Aber wir haben nicht nur geschaut, ob es diese Berichte auch gibt in den 2 Jahren, die reported werden mussten, sondern wir haben auch wirklich dann in diese 800 Seiten Bericht reingelesen und geschaut, ist da das drin, was als Mindestmaß an Informationen eigentlich vorgeschrieben ist. Und das beinhaltet eben Kriterien über die konkreten Fälle, die behandelt wurden, die konkreten Dinge, die getan wurden, um auch auf Verstöße einzugehen, um die herauszufinden. Also mehr oder weniger all das, was die Pflicht einer Regulierungsbehörde ist, wenn sie ihren gesetzlichen Auftrag ernst meint. Und an dem vielen Rot seht ihr hier schon, dass es ein ziemlich düsteres Bild ist. Also da, wo orange ist, haben nur 1 oder 2 Kapitel gefehlt. Aber da, wo rot ist, war wirklich grundsätzlich wenig Information oder gar keine Information vorhanden. Da, wo non-existent steht, waren es Berichte, die wir nicht lesen konnten, weil wir kein Detail sprechen zum Beispiel. Wir haben uns hier nur die englischen Berichte angeschaut, um es vergleichbar zu halten. Eine andere Kuriosität. Ihr kennt vielleicht bei der Datenschutzgrundverordnung, ist es ja so, über die wurde viel geredet, weil die Strafen so hoch waren dafür. Und weil dort wirklich auch mit mehreren Prozent Umsatz der große Konzern genauso bluten muss wie ein kleines Unternehmen. Bei der Netzneutralität, obwohl es da um riesige Konzerne mit dreistelligen Millionen bis Milliardenbeträgen an Umsatz geht, sind die Strafen komplett den Mitgliedstaaten überlassen. Und da zeichnet sich ein sehr unterschiedliches Bild, wenn man mal schaut, wie viele Strafen, also wie teuer ist es, Netzneutralität zu verletzen pro Land. Am besten schneidet da Großbritannien ab mit wirklich 10% Turnover, also 10% Umsatz des Konzerns. Frankreich mit 3% immer noch gut, Italien mit 2,5 Millionen. Und dann kommen wir zu Deutschland mit 500.000 Euro. Was angesichts der zweistelligen Milliardenbeträge, die die Deutsche Telekom so umsetzt, wirklich Portokasse ist. Und auch von dieser 500.000 Maximalstrafe wurde bei StreamOn nur 200.000 Euro von der Bundesnetzagentur als Strafe verhängt. Und auch die ist jetzt schon seit fast 2 Jahren ausständig. Noch schlimmer ist es in Latvia, wo wir nur 14.000 Euro haben
Und Portugal hat bis heute, auch 2 Jahre nach dem Gesetz, noch keine Strafen erlassen. Ja, aber was haben wir uns doch so alles an Arbeit angetan für diesen Bericht, auf den ich stolz bin? Wir haben uns halt auch angeschaut, wie sieht es mit Zero Rating aus, wie sieht es mit Differential Pricing Practices aus. Und dazu haben wir eine komplette Vollerhebung aller Zero Rating Angebote in Europa gemacht. Das heißt, wir sind durch 32 Länder, der ganze europäische Wirtschaftsraum und die Schweiz durchgegangen, haben die Websites von 225 Mobilfunkern angeschaut mit einem Team von 5 Leuten, die 6 Sprachen sprechen und 4 Monate konservativ geschätzt daran gearbeitet haben. Und am Ende konnten wir 186 Netzneutralitätsverstöße herausfinden, die auch alle in einem offenen Dataset veröffentlicht sind. Das war uns ganz wichtig, möglichst transparent zu sein. Wie gesagt, in der Debatte haben wir heute all die Argumente und Belege. Das Problem ist, es braucht spendenfinanzierte NGOs wie uns, die mal herausfinden und dann Reports schreiben. Und in Wirklichkeit sollte das auch von öffentlicher Hand kommen. Wir haben zum Teil Daten der EU-Kommission, aber gerade bei den kritischen Fragen gibt es noch niemanden, der wirklich sich darum bemüht, diese Fakten zusammenzutragen und da mal überhaupt eine Debatte zu ermöglichen. Ja, ihr findet hier alle Datasets, die wir erhoben haben und die sind natürlich auch unter einer freien Creative Commons Lizenz zum Download. Wir haben das jetzt auch ein bisschen visualisiert. Also Zero Rating ist heute ein wirklich systematisches Problem. Bis auf 2 Länder haben alle EU-Länder fast Zero Rating Angebote. Die einzigen Ausnahmen sind Finnland. Das ist leicht erklärt, weil in Finnland gibt es einfach keine Volumentarife mehr. Die haben nur noch Flatrates fast. Und dort kriegst du halt einfach, wenn du wenig zahlst, niedrigere Geschwindigkeiten, wenn du mehr zahlst, höhere Geschwindigkeiten. Aber du hast nirgends mehr eine Volumensbegrenzung. Was auch wahnsinnig viel Sinn macht. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass teurer ist, das Mobilfunknetz zu bauen, wenn das da steht, dann ist der Datenverbrauch, den ihr verursacht, eigentlich nur Strom auf diesen Masten und am Ende ein bisschen Interconnection-Gebühren, wenn die Daten aus dem Netz des Mobilfunkers in andere Netze übertragen werden. Also es wäre eigentlich sinnvoll zu sagen, alle haben immer eine Flatrate und ihr unterscheidet euch nur, je nachdem wie viel ihr zahlt, mit der Geschwindigkeit, in der ihr dieses Netz nutzen könnt. Bulgarien hat aus irgendeinem Grund 2018 auch alle seine Zero-Rating-Angebote verloren. Wir wissen es bis heute nicht, wieso. Auch die bulgarischen Kollegen wissen es nicht. Die Regulierungsbehörde dort ist wirklich nicht die beste. Deren Bericht ist irgendwie strotzt vor Rechtschreibfehlern, schreibt sogar Gesetze falsch. Wieso die auf einmal kein Zero-Rating-Problem mehr haben, weiß ich bis heute nicht, wenn jemand da eine Idee hat. Ich würde es wirklich gerne wissen. Ja, der Bestreiter ist hier irgendwie Griechenland und Ungarn, was Zero Rating angeht, mit 18 Angeboten. Und ihr seht hier, wo es eine Häufung gibt. Deutschland ist mit 11 so ziemlich im oberen Drittel. Und ja, diese Zero Rating Angebote stehen natürlich nicht nur für sich allein. Wieso macht ein Telekom Provider das? Wenn ich ein eigenes Produkt baue, wo ich auf einmal gewisse Dienste gratis dazugebe, die gebe ich ja gratis dazu, indem ich sie von meinem Datenvolumen ausnehme. Das heißt, wenn dieses Produkt, was ich gerade gebaut habe, wofür ich Marketing gemacht habe und was Teil meiner Produktstruktur ist, dann muss ich das Datenvolumen des sonstigen Internets niedrig halten. Da muss ich eine gewisse Verknappung herbeiführen oder aufrechterhalten, damit dieses Produkt noch Sinn macht. Sonst geht es mir wie in Finnland. Und mit der Überlegung im Hintergrund sind wir hergegangen und haben eine ökonomische Analyse gemacht. Und zwar eine simple Regressionsanalyse, in der wir geschaut haben, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Entwicklung von Preisen für mobile Daten und der Existenz von Zero-Rating-Angeboten in diesem Markt, in diesem Land. Und da haben wir gesehen, dass eigentlich in jedem Jahr die Preise für Mobilfunk um 10% fallen, wenn es kein Zero-Rating gibt. Wenn Zero Rating in einem Jahr da war und dann im nächsten nicht mehr, sinken die Preise immer noch um 8%. Außer in Ländern, in denen Zero Rating dauerhaft vorhanden ist, wo 2% sogar ein Preisanstieg beobachtbar ist. Das ist natürlich nur eine Korrelation und keine Kausalität. Wir haben hier diese Studie gemacht, ursprünglich mal für eine Einreichung in Portugal und dann für diesen Report wiederholt. Die Ergebnisse hier waren stabil. Aber es wird im Juni noch mal eine Studie der Regulierungsbehörde in Österreich geben, die diese Idee aufgegriffen hat und das noch mal mit einer ganzen Ökonomieabteilung nachrechnet und sozusagen schaut, ob das, was wir hier gefunden haben, auch wiederholbar und belegbar ist. Auch hier jetzt wieder der Blick auf die andere Seite. Wer profitiert von Zero Rating heutzutage?
Und das hier ist eine Grafik, in der seht ihr die Top 20 gezero-rateden Applikationen in Europa. Also welche Dienste sind am meisten oder am häufigsten ausgenommen von dem Datenvolumen von Kunden. Und an den ersten zwei Stellen ist derselbe Konzern, WhatsApp und Facebook. Die beiden gehören zusammen und die beiden sind auch eindeutig mit Abstand am öftesten gezero-rated in allen Ländern. Die drei blauen Balken hier sind die einzigen Anbieter aus Europa. Alle anderen sind aus den USA oder anderen Weltregionen. Also hier gibt es natürlich schon eine starke, ein starkes Matthäus-Prinzip. Die großen Anbieter, die heute schon eine dominante Marktposition haben, werden gestärkt mit diesen Deals. Die sind diejenigen, die besonders profitieren, weil sie auch einen Marketingwert für die Telekom-Konzerne haben. Aber natürlich, die sichern ihre Marktposition ab zum Kosten von den ganzen kleineren. Und das ist nicht nur, also wir haben in dieser Vollerhebung alle Produkte uns angeschaut, aber eben auch, wie ihr hier seht, die Applikationen, die teilnehmen. Und genau auf Basis dieser Daten haben wir dann auch nochmal ausgerechnet, wie das geografische Verhältnis ist zwischen dem Telekom-Betreiber und dem Headquarter des Anbieters dieser App, die hier gezero-rated wird. Und generell bei Zero-Rating ist es so, dass bei den allermeisten solcher Deals lokale Anbieter bevorzugt werden. Also hier zum Beispiel irgendwelche Radio-Apps, Krone Radio zum Beispiel, ist ganz oft hier gezero-rated in Österreich. Es sind irgendwelche kleinen Dienste, die diesen Vorteil nutzen, um in ihrem lokalen Markt sich vielleicht besser zu positionieren. Und an zweiter Stelle haben wir Anbieter aus den USA. Das sind jene, die am meisten davon profitieren, weil sie hier natürlich auch eine größere Dominanz am Markt haben. Und sehr weit abgeschlagen sind eigentlich die Dienste, die aus anderen EU-Ländern kommen. Also das ist das portugiesische Webradio, was in Deutschland nicht Teil von StreamOn ist. Ja, das sind genau diese kleinen Dienste, die dezentralen Dienste, der Teil des Internets, weswegen wir alle hier sind und Netzpolitik machen. Wenn es uns nicht um Grundrechte geht, dann ganz oft um diese Dezentralität und Interoperabilität. Und genau die wird hier natürlich durch diese neuen Markteintrittshürden von Zero Rating hintangehalten und klein gehalten. Wir haben dann auch noch mal diese Auswertung gemacht bei jenen Zero Rating Angeboten, die nicht so wie Stream On mir als Diensteanbieter erlauben, einfach Teil davon zu werden, sondern sowas wie Hutchinson 3 macht oder ich fall jetzt kein anderer Dienst ein oder der klassische Spotify-Deal zum Beispiel. Also da, wo wirklich ausgewählte Apps vom Mobilfunker herausgenommen werden aus dem Datenvolumen. Und in diesen sogenannten Closed Deals sehen wir, dass vor allem eben amerikanische Anbieter davon profitieren und Dinger in Europa eigentlich verschwindend gering sind bei solchen Partnerschaften. Die allermeisten Zero-Rating-Angebote sind geschlossen. Die erlauben mir nicht mal als kleines Startup Teil davon zu werden, nicht mal, wenn ich es wollen würde. Und wenn wir dann durchzählen, wie oft haben Apps eigentlich solche Zero-Rating-Deals, in den allermeisten Fällen sind es maximal 1 bis 3 solche Deals, die ein Unternehmen eingeht. Und dann ganz hinten seht ihr, dass es so 31 bis 52 Deals gibt. Das sind genau die Top 20, die wir vorher gesehen haben. Also die großen weltweiten Dienste in der westlichen Welt, die schafft es auch noch irgendwie mit maximal 52 solcher Telekom-Anbieter solche Kooperationen aufrechtzuerhalten. Aber für alle anderen Dienste sind das zu hohe Hürden. Und auch bei diesen offenen Angeboten, wir sind da wirklich hergegangen mit einem ausgedachten Startup und haben da eine Mail hingeschrieben. Wir würden gerne Teil von eurem Angebot werden. Gebt uns doch mal irgendwie die Informationen, wir wollen da auch irgendwie mitspielen. Und in den meisten Fällen bekamen wir gar keine Antwort und bei manchen innerhalb eines Tages, einer Woche oder einem Monat. Und wenn man sich anschaut auf den Websites, wir gehen doch mal nach Portugal, bei Meo schaut diese Website so aus, durch Google Translate gejagt. Und dann, wenn man ganz nach unten scrollt, man sieht hier schon wirklich sehr weit nach unten scrollt, und dann hier muss man noch mal etwas aufklappen, um das Kleingedruckte zu lesen, und dann hat man hier die E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann. Also das ist wirklich sehr versteckt. Und es ist bei Weitem nicht einfach, um hier überhaupt Teil zu werden von diesem Angebot. Und auch wenn man das findet und dahin schreibt, kriegt man in den meisten Fällen nicht mal eine Antwort. Es gibt noch einen Datenschutzaspekt bei der ganzen Geschichte. Ich habe vorher das Bild gebracht des tagträumenden Briefträgers, der einfach nur die Pakete ausliefert und nicht genau hineinschaut. Wenn ich jetzt anfange, Daten unterschiedlich zu zählen und nicht mehr nur ein Kontingent habe mit so und so viel Gigabyte im Monat, sondern je nachdem, welchen Dienst du nutzt, zähle ich den anders. Muss ich natürlich wirklich genau wissen, was steckt in diesen Daten drinnen.
Und es gibt verschiedene Wege, wie ich diese Identifikation machen kann. Das hier ist eine geleaktes Excel-Sheet für Vodafone Pass in Deutschland. Und hier ist so, das sieht man da unten, wenn man Teil davon werden will, kann man entweder mit der IP-Adresse seinen Dienst identifizieren lassen über die URLs, die man aufruft. Das sind dieselben URLs, die ihr in eurem Browser eintippt. Dieselben URLs, wo ersichtlich ist, auf welcher Kategorie von eBay ihr gerade surft, welche Unterkategorie oder welchen Artikel auf einer Tageszeitung ihr euch anschaut. All diese URLs werden hier ausgewertet, um die teilnehmenden Dienste anders zu zählen. Und das ist auch ein sehr tiefer Eingriff in die konkreten Nutzungsverhalten von den Kunden dieser Produkte, der in den allermeisten Fällen überhaupt nicht bewusst ist. Die meisten Stream-On-Kunden oder Vodafone Pass-Kunden haben keine Ahnung, was sie ja eigentlich mit ihren Daten anstellen, wenn sie Teil dieser Produkte sind. Und oft, zumindest für uns, ist es bisher nicht klar, wie die Telekom-Betreiber mit diesen Daten umgehen, wobei sie natürlich unter die rechtlichen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung und der E-Privacy-Richtlinie damit fallen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. SNI, Server Name Identification, basiert auf Zertifikaten. Und DNS-Snooping ist was besonders Perfides, was nur Vodafone sich ausgedacht hat. Wir wissen immer noch nicht genau, wie es funktioniert, aber der Verdacht ist, dass wirklich der gesamte DNS-Traffic im Netzwerk vielleicht analysiert wird oder zumindest der von den DNS-Servern von Vodafone. Und wenn wir uns das jetzt in einem ganz klassischen Layer-Modell des Internets vorstellen, der grüne Teil ist der, wo Telekom-Provider eigentlich ihr Spielfeld haben. Da, wo sie Daten hin und her schicken. Und der rote Teil ist da, wo sie eigentlich nicht hineinschauen sollen. Weil da ist unser konkretes Nutzungsverhalten. Da sind die Applikationen, die wir nutzen, die Sessions, die wir laufen haben. Und genau auf diesem roten Bereich liegen aber die Merkmale, die herangezogen werden, um so feingranulare Produkte anzubieten. Und dadurch gibt es hier einfach auch einen Datenschutzkosten, die einfach nicht mitbedacht werden und die unseres Wissens nach noch keine Datenschutzbehörde und kein Telekom-Regulierer in Europa sich angeschaut haben, obwohl es diese Produkte jetzt eben schon seit circa 2 Jahren am Markt gibt. Wir sind dann noch auf ein paar andere Beispielfälle durchgegangen, die wir spannend fanden. Eine der ganz simplen Sachen ist Portblocking. Kennt man auch hier vielleicht aus dem Uninetz oder im Internet hoffentlich nicht, aber es kommt trotzdem vor, dass ihr einen Dienst nutzen wollt und auf einmal ist der Port in diesem Netzwerk geblockt. Und solche Port-Blockings sind etwas, was eigentlich das Einmaleins von einer Regulierungsbehörde wäre. Nichts ist einfacher zu erkennen, nichts wäre einfacher zu regulieren. Ich habe natürlich gewisse Abwägungen, die ich treffen muss, wenn dieses Port-Blocking aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen getroffen wird, weil da Ransomware läuft. Aber auch hier sehen wir überhaupt keine Harmonisierung und auch kein klares Bild, wie wirklich auf diese Probleme eingegangen wird. Es gibt dann auch noch so wichtige Fragen, wie gehen wir mit dem Datenstau um? Wenn das Netz gerade wirklich über seiner Kapazität gebraucht wird und Telekom-Betreiber anfangen, Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Datenstau zu minimieren, dann gibt es eine ganze Palette an Dingen, die sie tun können. Und wir sehen auch hier von zwei verschiedenen Regulierungsbehörden, Zypern und Ungarn, 180 Grad diametrale unterschiedliche Entscheidungen, wo auch Praktiken, die sehr netzneutralitätsfreundlich wären und Datenstaus aufzulösen, verboten wurden von diesen Behörden. Also es gibt auch Fälle, wo wir uns als Netzneutralitätsaktivisten auf die Seite der Telekom-Industrie stellen, einfach weil Regulierungsbehörden wirklich von der eigentlichen Materie wenig Ahnung haben und oft auch nicht wirklich Teil der europäischen Debatte sind, die es zwischen den Regulierungsbehörden zu dem Thema gibt. Einer der wichtigen Sachen, die oft untergeht, ist, dass wir in Europa mit der Netzneutralität auch Transparenzvorgaben normiert haben. Ihr kennt das aus wahrscheinlich jedem einzelnen Internetangebot, was ihr jemals gesehen habt, bis zu XY Megabit. Und da ist das große Problem, in keinem anderen Wirtschaftsbereich würde man sagen, ja, gib mir 5 €, du kriegst bis zu 10 Äpfel. Und dieses bis zu ist einfach wirklich nur ein theoretisches Maximum. Und eigentlich sollte es so sein, dass Kunden in Europa heute nicht nur Maximum, sondern auch Minimum- und Durchschnittsbandbreiten genannt bekommen und auch vertraglich zugesichert bekommen. Zumindest im Festnetz müsste das so sein. Aber es scheitert schon mal oft daran,
dass es nicht nur im nationalen Recht keine Klagsmöglichkeit oder keine Möglichkeit gibt, aus diesem Vertrag dann rauszukommen. Wenn ich für 300 Mbit zahle und ich kriege nur 50, dann muss der Vertrag wenigstens billiger werden oder ein Sonderkündigungsrecht. Aber auch darum wird in vielen Ländern noch gestritten. Deutschland ist eines davon, auch wenn die VZBV, die Konsumentenschützer, hier ständig dahinter sind, aber bisher sind sie noch gescheitert. Aber ein technischer Weg, wie wir uns dem Problem nähern können, wäre, dass wir einfach einen Speedtest machen. Ihr kennt wahrscheinlich alle Speedtest.net und andere Dienste, über die ihr eure Internetgeschwindigkeit messen könnt. Das Problem ist, die sind alle nicht wirklich neutral. Oft, gerade bei Speedtest ist es so, dass es auch noch Verstrickungen mit der Telekom-Industrie gibt. Und deswegen kriegen wir jetzt dann bald Ende dieses Jahres einen amtlich zertifizierten Speedtest in Europa. In der Studie findet ihr auch alle nationalen Tools, die Behörden schon so an Speedtests anbieten, aber der europäische Test wird Open Source, Open Data und verfolgt eine peer-reviewed Open Methodology. Das heißt, das Tool ist etwas, wo wir auch applaudieren und hoffen, dass BEREC, der Regenschirm, der Umbrella der Regulierungsbehörden in Europa, mit dem Tool auch einen Standard setzt, der vielleicht auch über Europa hinaus, zum Beispiel auch in Indien, die sich mit ähnlichen Fragen gerade beschäftigen, eine große Rolle spielen kann. Die letzte Sache, die wir uns noch angeschaut haben, die hat was mit Transparenz zu tun und ist eigentlich sehr erschreckend. Das ist ein Screenshot, ich glaube, das war die österreichische Regulierungsbehörde, RTR, die hier schön auflistet, wie in verschiedenen Jahren die Verfügbarkeit der verschiedenen Download-Geschwindigkeiten so war. Die haben einfach gemessen und haben hier ausgegeben, wie häufig gewisse Geschwindigkeiten erzielt wurden. Ähnliche Grafik findet man aus Norwegen, die wirklich nochmal aufgeschlüsselt haben. Der Upload im XDSL ist mehr oder weniger eine Flatline, die wird ein bisschen mehr, aber nicht viel. Kabelnetze, okay, das wurde mal besser und jetzt ist es irgendwie ausgemaxt. Nur im Glasfaser geht die Linie nach oben. Also das Internet in Norwegen ist gesund und wächst. Eigentlich müsste jede Regulierungsbehörde solche Grafiken veröffentlichen. Kann überhaupt das Angebot an Netzkapazität, was wir im Land haben, mit dem fast exponentiell steigenden Bedarf einer Informationsgesellschaft mithalten? Das müsste das Einmaleins sein, jeder Telekom-Regulierungsbehörde, diese Zahlen jedes Jahr hinauszugeben und die Politik zu prügeln, wenn sie nicht genügend machen. Wir haben genau 8 von 32 Behörden, die diese Daten veröffentlichen. Alle anderen schweigen dazu und das stimmt mich ein bisschen besorgt, weil ich befürchte, dass wir in vielen europäischen Telekomnetzen heute schon Kapazitätsbedarf haben, der durch die eigentlichen Netze vor allem auch bis zur letzten Meile, bis zum Endkunden, bis in euren Haushalt nicht mehr gedeckt werden kann. Und da wenigstens Transparenz zu schaffen, wäre gesetzlich vorgeschrieben, aber wenn nicht mal berichtet wird, können wir auch keine Debatte haben. Und das ist so irgendwie der Zirkelschluss hier. Ich will noch zum lustigen Thema kommen, Spezialdienste und 5G. 5G ist so der neue Mobilfunkstandard, den habt ihr vielleicht schon in den Nachrichten gehört. Da werden gerade um viele Milliarden Frequenzen versteigert in vielen Ländern. Und Politiker stellen sich wie Affen auf irgendwelche Medientermine und schalten 5G-Netze an. 5G ist ein ganz starker Hebel der Telekom-Industrie gerade, um einige Dinge durchzuboxen, die sie politisch sonst vielleicht nicht argumentiert bekommen. Und hinter 5G steckt die Idee, von diesem tagträumenden Postler wegzukommen und sich endgültig zu verabschieden. Und auch von dem anderen Prinzip, dass das Internet wirklich so ein universeller Dienst ist, über den ich alles nutzen kann. Dieses Innovation without permission. Hin zu einem Internet, das wirklich mehr sowas ist. Ein Stecker, der nur noch für einen Dienst funktioniert. Eine ganz spezifische Zugangstechnologie, die mir nur noch erlaubt, eine spezifische Anwendung von einem Hersteller zu verwenden. Und damit ist es halt nicht mehr ein universeller Stecker, sondern etwas sehr Spezifisches, ein sogenanntes vertikal integriertes Produkt. Und genau in diese Richtung geht die Entwicklung bei 5G im Moment. 5G versucht mit diesen Verticals nochmal viel mehr Geld zu scheffeln. Gerade auch die Lizenzen, die jetzt gerade versteigert werden, zwingen die Telekom-Unternehmen auch dazu, irgendwie noch mehr Geld rauszupressen von uns allen als Kunden. Weil anders können die diese großen Kredite auch nicht bedienen, die sie gerade aufgenommen haben, um diese Investitionen zu tätigen. Und wir befürchten, dass diese hohe Verschuldung der Unternehmen dann extra nochmal als Argument genutzt wird,
hey, ich brauche Geld, ich bin too big to fail und übrigens, du brauchst mich für deinen steigenden Bedarf an Bandbreite in der Informationsgesellschaft. Hilf mir doch mal mit diesem und jenem Gesetz, sodass ich als Konzern hier mehr Geld verdienen kann. Wir haben uns in der Studie auch 5G angeschaut und im Kern ist eigentlich wenig Neues dabei. 5G ist nicht die Revolution, sondern die Evolution. So wie 3G oder 4G ist es eigentlich eine Verbesserung der Technologie, mehr Datendurchsatz. Und es gibt zwei Aspekte, die uns Kopfzerbrechen bereiten, so ein bisschen. Das eine ist eine Technik genannt Edge Computing. Das heißt, dass wirklich auf dem Mast selber eine Berechnung passieren kann, auch ein kleiner Computer ist, dass ich halt nicht mehr mich mit einem Server woanders verbinde, sondern schon das Netzwerk selber eine gewisse Intelligenz hat, die auch mit einer sehr niedrigen Latenz mir zur Verfügung steht. Die einzigen konkreten Anwendungen, die man da hört, sind sowas wie selbstfahrende Autos, die um eine Kurve fahren und die Sensoren wissen nicht, was nach der Kurve kommt. Und dann wird von dem vorhergefahrenen Auto irgendwie diese Sensorik lokal zwischengecached. Das sind so die wenigen Beispiele, die wir bisher gehört haben. Aber dieses Edge Computing ist ein Teil und der andere ist sogenanntes Network Slicing. Und das könnt ihr euch wirklich so vorstellen, wie ich schneide das Internet in kleine Scheibchen und jede dieser Scheiben hat eine unterschiedliche Charakteristik. Ich kann einen Network Slice haben, der ist besonders optimiert für hohe Bandbreiten oder für niedrige Latenz oder für wenig Stromverbrauch. Das ist an sich gut, wenn wir ein Netz bekommen, das ein bisschen besser auf das zugeschneidert ist, was wir gerade damit machen wollen. Aber die große Frage ist wieder, wer kontrolliert dann, auf welchem Network Slice ich bin? Ist das die meistbietende Firma, die dann den besten Zugang bekommt? Ist das der Telekom-Betreiber, der mir dann unterschiedliche Slices anbietet und entscheidet, welche App ist auf welchem Slice? Oder bin ich das als Kunde? Kann ich das auf meinem Gerät, auf meiner App selber einstellen, wofür ich jetzt gerade schnelles oder stabiles oder energieschonendes Internet haben will? Wir haben uns hier auch ganz stark auf eine Studie von TNO berufen aus den Niederlanden. Die haben das sehr gut auseinandergeklappt. Es sind 200 Seiten Monster. Aber ist wirklich gut, wer da als Techniker oder Technikerin noch mal näher einsteigen will, dem sei diese Studie sehr empfohlen, die es auch frei zum Download gibt. Netzpolitik wird ja auch oft so als Industriepolitik verstanden. Und diese Studie hier ging, also dieser Bericht von Reuters ging jetzt vor ein paar Tagen rum. Und zwar hat die EU-Kommission sich in einem Positionspapier haben wir irgendwie geeinigt, diese ganzen selbstfahrenden Autos, von denen wir immer hören, die jetzt irgendwie auch die Uber-Fahrer arbeitslos machen sollen. Wie kommunizieren diese Autos eigentlich miteinander? Und da gibt es natürlich einen Streit darüber, weil die 5G-Seite will, dass man natürlich nur mit 5G diese tollen neuen Autos verwenden soll. Und dann gibt es aber auch die Gegenseite, die sagt, hey, wir haben doch irgendwie WLAN, das funktioniert genauso gut, um zwei Geräte miteinander zu verbinden. Die Technik ist dort viel billiger, es ist ein freies Spektrum, ich brauche kein Mobilfunknetz bauen, weil die Dinger sowieso miteinander kommunizieren, peer-to-peer. Und es gab dann halt eben so die eine Seite, die auf Wi-Fi gesetzt hat, darunter war lustigerweise auch Kapsch, eine Firma aus Österreich und Toyota und Renault. Und auf der 5G-Seite war Daimler, Ford, Deutsche Telekom, Ericsson, Huawei, Intel, Qualcomm und Samsung. Und wie ihr es im Titel gesehen habt, das Wi-Fi hat sich durchgesetzt. Ich finde nur gerade diese Argumentation wirklich schön. Also die Gegenseite hat sich aufgeregt, weil der Text von der Kommission fails to ensure a level playing field between existing technologies by imposing discriminatory interoperability and compatibility requirements. Also es ist diskriminierend, wenn Dinge miteinander zusammenarbeiten müssen und wenn sie kompatibel zueinander sind. Ich glaube, das ist nur diskriminierend gegenüber idiotischen Geschäftsmodellen, die uns allen so oder so auf den Kopf fallen werden. Und hier auf freie Spektren zu setzen, ist nicht nur die sichere Entscheidung, die stabilere Entscheidung, sondern auch die billigere Entscheidung. Ich hoffe, dass sich wenigstens diese Argumente durchsetzen. Ich habe da noch irgendwie ein kleines Video mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Rede kennt. Ich habe 2017, als dieser ganze Wahnsinn mit Stream On losging, bei der Hauptversammlung der Deutschen Telekom gesprochen und dort mal irgendwie
unsere Sicht der Dinge zu der Netzneutralitätsverletzungen gebracht. Das Ganze habe ich vor ein paar Wochen wiederholt, als ich nochmal auf der Hauptversammlung gesprochen habe. Und das Tolle am deutschen Aktienrecht ist, dass man als Aktionärsvertreter das Recht hat, Fragen zu stellen. Und dass die nicht wählen dürfen, den Vorstand nicht entlasten dürfen, bis diese Fragen beantwortet sind. Und deswegen habe ich jetzt hier auch ein kleines Video mit den Antworten auf die Fragen, die ich da so gestellt habe. Das ist noch nicht im Internet. Wir schneiden das irgendwie noch fertig, wird nächste Woche dann online gehen. Aber ich wollte es euch noch so als Kirsche dieses Vortrags zeigen. Deswegen mache ich jetzt hier mal mit den Slides fertig und steige um. Können Sie schauen, ob wir Ton haben? Oder Rücklagen für laufende. Also die erste Frage ist ganz simpel. Wie viele Gerichtsverfahren oder Verfahren bei Regulierungsbehörden führt die Deutsche Telekom in Europa bezüglich Zero Rating oder Roaming? In welchen Ländern und zu welchen Produkten werden diese Verfahren geführt? Herr Lohninger, Sie stellten die Frage, wie viele Gerichtsverfahren oder Verfahren der Regulierungsbehörden die Telekom in Europa bezüglich Zero Rating oder Roaming derzeit hat und in welchen Ländern und zu welchen Produkten diese Verfahren geführt haben. Oder in welchen Ländern und zu welchen Produkten werden diese Verfahren geführt. Neben den von ihm schon umfassend beschriebenen Verfahren in Deutschland gibt es ein weiteres Gerichtsverfahren in Rumänien. Das dortige streitige Produkt heißt Bonus Net Nelimitat. Und das ist das einzige weitere Verfahren, was es hierzu gibt. Stream-Um ist generell ein Angebot, was wir in den meisten unserer Länder anbieten, um jungen Leuten das Surfen einfacher zu machen. Da muss man auch kurz mal einhaken. Das eigentliche Zero-Rating ist von den meisten Regulierungsbehörden auch nicht wirklich angegriffen worden. In dem Thema sitzen die Regulierungsbehörden sehr gemütlich auf ihren Händen und trauen sich nicht, diese heiße Kartoffel anzugehen, weil sie wissen, dass jede Entscheidung in diesem Bereich wahrscheinlich bis zum letzten Höchstgericht gebracht wird. Und sie haben nicht den Mut, sich dahinzustellen und eine Entscheidung zu treffen, die sehr viel Aufmerksamkeit auf diese Behörde lenken wird. Und deswegen sind es ebenso wie in Deutschland oder in Rumänien eher nur die Produkte, wo mit Roaming getrickst wird oder wo gedrosselt wird, wo dann eben diese einzelnen Bestandteile beanstandet werden von den Behörden, aber nicht das Zero-Rating selbst. Was sind die absoluten Quartalszahlen für die Festnetz-, Mobilfunk- und Hybrid-Kundensegmente in Deutschland seit 2014? Frage von Herrn Lohninger. Was sind die absoluten Quartalszahlen ab 16,8? Ich skippe da jetzt mal ein bisschen durch, weil da geht er dann wirklich ganz über diese einzelnen Produkte durch. Wieso ich das gefragt habe? Wenn man sich die Tarifstruktur von Stream-On anschaut, das ist ja ganz lustig. Du hast gratis Musikstreaming, gratis Videostreaming, inzwischen auch gratis Gaming. Und es gibt schon ab dem mittleren Tarifen diese Stream-On-Option, die gratis ist, die du dazu verwenden kannst. Aber das Spannende ist, die Drossel fällt weg, wenn du Magenta 1-Kunde bist. Magenta 1-Kunden sind die, die Mobilfunk haben und noch ein altes Festnetz, alte Kupferleitungen über die Telekom. Und diese Magenta 1-Kunden sind von der Drossel ausgenommen, also dem Teil, der ganz klar illegal ist. Und dadurch sieht man hier schön, dass über einen ganz bewussten Rechtsverstoß die Art von Kunden, die am meisten Geld einbringen, das sind die Hybridkunden, weil ich da andere Skaleneffekte als Telekom-Betreiber habe, da versuchen sie eben mit diesem Rechtsverstoß sozusagen die Leute hinzulenken. Und ich habe dann auch nochmal die Frage gestellt, welchen Anteil sie denn bei diesem Upsell auf Hybrid Magenta 1 zu schreiben, wo sie sich sehr schön weggeduckt haben und einfach nicht antworten wollten. Es ist wahrscheinlich methodologisch auch nicht so leicht herauszufinden, aber ich finde, das ist die ganz zentrale Frage für jede Behörde. Weil das ist genau die Art von schlichenem Gewinn, der nicht sauber verdient wurde, sondern dadurch, dass ich sehentlich Europarecht breche, um mir einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Bedarf vorgesehen. In welchen Ländern und aufgrund welcher Produkte wurden diese Rückstellungen oder Rücklagen gebildet?
Dann hat Herr Lohninger im Zusammenhang mit Stream gefragt, in welchen Ländern aufgrund welcher Produkte wurde Rückstellungen und Rücklagen gebildet. Wie bereits erwähnt, gab es infolge der angesprochenen EU-Verordnung keinen Rückstellungsbedarf. Wie viel Datenvolumen ist für das Zero-Rating nicht abgerechneter, für das Zero-Rating in Stream-On reserviert? Welche Partnerschaften mit anderen Firmen gibt es im Bereich 5G? Und nachdem es Herr Höttges auch vorher schon angesprochen hat, welche konkreten Industrien oder Verticals haben Sie für Ihre 5G-Geschäftsmodelle im Sinn, neben dem klaren Internetangeboten, die Sie darüber natürlich betreiben wollen? Welche Partnerschaft mit anderen Firmen gibt es im Bereich 5G? Welche konkreten Industrien oder Verticals haben Sie für Ihre 5G-Geschäftsmodelle im Sinn, neben dem klaren Internetangeboten, das Sie darüber betreiben wollen? Es geht also um die Frage 5G und Geschäftsmodelle. Wir haben unterschiedlichste Partner weltweit, die mit uns an den 5G-Modellen arbeiten. Wir sind in allen 5G-Standardisierungsgremien der Welt vertreten. Wir arbeiten mit den Netzbetreibern sehr intensiv zusammen und auch mit den Technikanbietern, um die Dienste auf den Mobilfunkstandard 5G zu holen. In diesem Jahr haben wir auf dem Mobile World Congress in Barcelona Mobile Edge X, das ist eine Firma, vorgestellt, die eine Partnerschaft, die uns gehört und die sich um das Edge Computing kümmert, die eine Partnerschaft mit Niantic geschlossen hat. Niantic ist einer der größten Spielehersteller der Welt und wir wollen mit ihm zusammen im 5G-Netz Spiele entwickeln, Augmented Reality Spiele ist das Stichwort hier, das wir über unser Netz bereitstellen wollen. Wir bauen die Schnittstellen, wir programmieren die sogenannten Quality of Service in unserer Infrastruktur und Niantic liefert dann Spiele wie zum Beispiel Pokémon Go auf dieser Anwendung, die dann in der Realität gespielt werden können. Gleichzeitig arbeiten wir mit großen Technikausrüstern zusammen, um Campusnetze und andere Infrastrukturen mit unserer Infrastruktur, mit unserem 5G-Netz zu vernetzen. Welche konkreten Verticals und Industrien nutzen Sie dazu? Ich glaube, das Thema Logistik, das Thema Verkehr, das Thema Produktion, die ganzen Augmented und Virtual Reality Anwendungen und das sogenannte Stichwort Immersive Media sind Anwendungen, die über 5G empfangen werden können, zum Beispiel Fußballstadien oder Sportarenen, genauso wie Live-Music-Events, werden zukünftig von 5G entsprechend aufgenommen und übertragen. Also, der Chef eines der größten Telekom-Konzerne dieser Welt hat gerade beantwortet, wofür man 5G braucht. Die Antwort ist Pokémon Go. Was hat er sonst gesagt? Verkehr, selbstfahrende Autos hatten wir gerade schon. Da reicht Wi-Fi, Produktion. Es gibt keinen Grund, wieso ich ein 5G-Netz bauen sollte, wenn ich in einer Fabrikshalle irgendwie Geräte und Sensoren miteinander verbinden will. Auch da reicht mir WLAN. Logistik, komplett unklar. Wir haben jetzt ein Mobilfunknetz. Das Paket braucht irgendwie keine 500 Mbit, damit es irgendwie weiß, wo es jetzt gerade ist. Und Immersive Media, das ist auch so etwas, was jetzt immer wieder als Buzzword kommt. Das ist in der Medienkunst ein cooles Wort, aber in dem Bereich ist es eher fragwürdig, was Sie damit meinen. Also es fehlt hier an Antworten und ich sage euch, das ist in jeder einzelnen Debatte, wo ich war, so. 5G ist im Moment ganz viel Bullshit-Bingo und es ist sehr unklar, wofür man das eigentlich braucht und was es uns mehr bringt als eine normale Evolution an schnellerem Internet. Ich würde es auch mal eher damit belassen und vielleicht noch so eine Viertelstunde an Fragen noch übrig lassen, wenn ihr Fragen habt, weil den Rest findet man nachher eh im Internet und das sind jetzt noch mal 8 Minuten, die wir, glaube ich, nicht brauchen. Habt ihr Fragen? Da.
Jawohl. Du hast gesagt, es gibt zwei Länder, die keine Zero-Rating-Angebote haben. Und jetzt habt ihr dann aber eine Statistik gemacht, inwiefern sich Zero-Ratings auf den Preis vom generellen Mobilfunk auswirkt. Inwiefern habt ihr das herausgerechnet, wenn es nur zwei gibt, die was das nicht haben? Sehr gute Frage. Die ökonomische Analyse haben wir gemacht mit 2014-15 und 2015-16. Für die Länder konnten wir diese Methodologie überhaupt noch fahren. Jetzt, 2017, war es schon so, dass es da nicht mehr genügend Vergleichsgruppen gab, weil eben in fast jedem Land Zero-Rating-Angebote vorhanden sind. Also die Methodologie, die wir damals gemacht haben, könnte man heute gar nicht mehr so machen. Deswegen macht die RTR, der österreichische Telekom-Regulierer, jetzt auch ein Berechnungsmodell, wo sie auf Provider-Ebene die Dinge vergleichen. Also was sind die Tarife, die anbieten? Wie teuer ist das Gigabyte bei Telekom Austria? Und haben die Zero-Rating ja oder nein? Und wie schaut das aus? Also da müsste man heute schon irgendwie die Methodologie ändern, weil, wie du richtig sagst, das Problem ist eben viel zu grassierend. Jawohl, danke. Sonst noch Fragen? Wenn nicht, dann gehen wir jetzt alle einen Schunk trinken. Okay. Gut, danke.